So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir sind wieder zurück. Und mit wir meine ich auch wieder die zweite Person, die dabei ist. Aber ganz kurz wieder Hallo sage. Hallo. Sie muss noch etwas bestätigen. Und zwar wegen den Nachrichten. Ich habe ja gesagt, dass mindestens 3200 drin sind. Und wie viele waren drin? Ja, so viel wie du gesagt hast. Also hat gestimmt. Ja, es waren 3249 oder so in der Art. Also die genaue Zahl, ja. Gut. Nebenbei, wegen Themen, und zwar habe ich gedacht, wir könnten ja mal ein paar ansprechen, die ich schon mal so leicht angepiekst hatte alleine, nur jetzt halt mit einer zweiten Meinung noch dabei. Also das heißt im Klartext sowas wie Alkohol, hatte ich ja so an sich schon mal angesprochen, aber jetzt habe ich ja eine perfekte Testperson dabei, die in dem entsprechenden Alter ist, so hast du 15 Jahre, ne? Wie sieht's aus, ja. Erfahrung mit Alkohol? Ich trinke eigentlich gar keinen Alkohol, weil war... Auch ich nicht. Ja, aber selbst schon mal so probiert an sich, ja, eigentlich schon, nehme ich mal an, oder? Ja, klar. Okay, auch mit 15, wo du eigentlich erst ab 16 was trinken dürftest? Ja, also ich frage immer meine Eltern, ob ich kurz einen Schluck haben darf oder so. Und war auch mal so, dass, okay, nee, kann ich glaube ich nicht sagen. Sonst hätte ich es gleich so an, als wären meine Eltern irgendwie voll Psycho oder so, aber nee. Okay, nee, gut, du musst hier generell nichts sagen, was du nicht sagen willst, sowieso. Nur so nebenbei, heißt ja immer, ja, die 14-Jährigen schon, die fangen ja schon an mit Trinken und alle möglichen und so weiter und so fort. Gut, also du kannst von dir aus bestätigen, dass eigentlich bei dir zum Beispiel nicht so ist. Nee. Aber du hast theoretisch auch noch nicht so viel getrunken, dass du praktisch eine Wirkung vom Alkohol gespürt hast, oder? Nö. Das heißt, okay. So ein, zwei Schlucke oder so. Brennt und zuckt ein bisschen, aber ansonsten macht es nicht mehr. So nach dem Motto. Ja. Also richtig harter Alkohol im Sinne von was Hochprozentigem oder nur Bier? Eigentlich nur Bier, aber ich war mal bei meinem Bruder, der ist 18 und der hat mir mal so ganz komisches Zeug gegeben und danach war schon ein bisschen, okay, ich setz mich mal lieber hin. Ja, ganz war dann auch schon komisch irgendwie, weil ich habe ja vorher noch nie sowas getrunken und dann, ja. Komisches Zeug. Nicht so mein. Was heißt jetzt komisches Zeug? Oh Gott, also für mich ist das so komisch, so Captain Morgan oder so Ficken oder sowas. Okay. Ja. Nicht na gut, so mein. Captain Morgan geht ja noch, aber es gibt schlimmere Sachen. Gut, ich trinke eigentlich auch relativ wenig oder fast nix. Nix. Ich bin, wenn ich jetzt dran erinnern müsste, wann ich letztes Mal überhaupt was getrunken habe, dann wird's eng. Keine Ahnung, wann das gewesen ist. Schon ein Weilchen her. Na gut, also du gehörst nicht zu der Generation 13 und Komasaufen. Nö. Und sowas wie ein Rausch im Sinne von Alkohol hast du bis jetzt auch noch nicht gespürt? Nee. Sei froh, obwohl, na gut. Es wird auch noch irgendwann kommen, könnte ich wetten. Bei dir. Naja, ich habe keinen Platz mehr. Mit Cobblestone. Alles belegt. Ich brauche mal Kisten neue. Okay, gut. Machen wir uns nebenbei. Genauso wie mit Drogen, ja. Drogen. Wie sieht's aus? Ich habe nichts mit Drogen zu tun. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, ne? Nee. Stimmt wirklich. Ja gut, vom Gefühl her, wenn dir jemand was anbieten würde, würdest du es probieren? Nein. Na gut, weiß ja nicht, was ist. Ja, eben das und es gibt ja auch, wo man halt dann süchtig wird und da hätte ich irgendwie viel zu viel Angst, dass wenn ich einmal was nehme, dass ich dann gleich davon abhängig und süchtig werde und da immer was brauche und nee, danke. Siehst du mal, da hast du gleich schon die richtige Einstellung. Ja, das mal bei mir. Ich war in Amsterdam auf Klassenfahrt, habe ich auch schon mal irgendwann erzählt. Da hatten sich welche Gras besorgt. Ich habe mich auch geweigert, überhaupt irgendwie da was auch nur ansatzweise anzufassen. Mhm. Vor allem, ich kann ja nicht mal normal rauchen. Die wollten mir mal Zigaretten antrainieren. Ich bin niemand klargekommen. Erst zwei Züge, bäh, brauche ich nicht, weg damit. Das heißt, Rauchen ist eigentlich auch Nullo bei mir. Ebenso wie irgendein anderes Zeug. Weil das Gras rauchst du ja theoretisch, oder rauchst du ja auch, von daher. Mhm. Nee, mein Fall ist es eigentlich auch nicht. Gut. So, sind wir schon mal weggekommen von der Vorstellung, dass alle 14-jährigen Jugendlichen sich von morgens bis abends die Birne zu dröhnen und, keine Ahnung, den ganzen Tag nach Alkohol riechen. Ja. Leider muss ich da die Illusion von einigen Erwachsenen jetzt zerstören. Sowas existiert in der Regel leider nicht. Okay, hätten wir das theoretisch eigentlich auch schon mal abgehakt. Ah, schön. So, warte mal ganz kurz. Ich kann theoretisch nebenbei noch gucken, weil ich ja diesmal kein Vollbild hatte, ja. Zum Thema Gruppenzwang. Wie sieht's aus? Fällt dir irgendein Beispiel ein, wo du dich selbst schon mal so gefühlt hast, bloß weil andere das machen, musst du es auch machen? Nee, gar nicht. Gar nicht?
gut. Also ich weiß, vielleicht kennt man das so. Facebook. Facebook ist ein reiner Gruppenzwang. Datentechnisch, also datenschutztechnisch sind die komplett, nicht empfehlenswert, eigentlich. Aber trotzdem geht jeder hin. Oder jeder braucht das. Weil das eben alle anderen haben. Und schon hast du wieder einen unterbewussten Gruppenzwang. Ich meine, es muss ja kein Bewusster sein. Kann ja auch mehr oder weniger unbewusst eigentlich sein, oder? Mhm. Dass du irgendwie dazu gezwungen wirst, aufgrund halt, weil viele andere das machen, dass du es unbedingt auch machen musst. Bloß weil viele andere jetzt ein gewisses Handy haben, musst du das dann auch haben. Jeder hat einen Samsung, stell dir mal vor, jeder in deiner Klasse hat einen Samsung Galaxy S3. Was willst du machen? Ganz ehrlich, ich würde es mir nicht holen, weil mir gefällt so das Design überhaupt gar nicht. Und so ein Handy, das alles kann, brauche ich gar nicht. Ich brauche eigentlich nur ein Handy, mit dem ich SMS schreiben kann, anrufen kann, vielleicht ein paar Bilder und Musik und das war's. Okay. Schnickschnack alles mit Internet. Naja, wohl, ist eigentlich schon ganz geil, wenn man dann teilweise in der Schule sitzt und vielleicht doch mal gucken könnte, was geht denn gerade auf YouTube vor sich? Wäre vielleicht für mich ganz sinnvoll. Da kann ich schon da die Kommentare lesen, wenn mir gerade langweilig ist. Obwohl, das geht jetzt auch schon auf dem iPod, weil wir haben in der Uni WLAN. Überall, komplett, yay. Frei zugänglich. Und das Tolle ist, da habe ich eine schnellere Uploadrate als hier zu Hause. Auf meinem iPod. Ich kann mich da in die Cafeteria oder / Mensa setzen, ja, und könnte ein Video hochladen. Das wäre 10-mal so schnell oben wie hier, von mir zu Hause. Irgendwie, geht voll ab. Ich habe mal geguckt, es gibt ja Speedtest-App, kennt ja auch jeder, DSL-Speedtest, kann ja jeder machen von Speedtest.net. Und dann kannst du mal gucken, wie gut die Internetleitung ist. Habe ich mal so getestet auf dem iPod, wenn ich gerade in der Mensa gesessen habe. Und die hatten Downstream von 2000, also das Maximale, was auf Mobilgeräten geht irgendwie, oder zumindest auf dem iPod von mir. Downstream von 2000 kb pro Sekunde und Upstream auch von 2000. Hier zu Hause habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 100 kb pro Sekunde, die gerade direkt abgeloadet werden. Und das ist ja sogar das 20-fache eigentlich schon fast. Im Prinzip ist es geil. Theoretisch könnte ich die Videos alle da hochladen. Also ich weiß nicht, sowas wäre vielleicht eigentlich fast schon nützlich, wenn man dann... Ja gut, wenn du es in der Zone unterwegs hast, ist nicht so gut, aber egal. Ja. Trotzdem. Ich finde es teilweise ab und zu mal nützlich. Noch dann irgendwann so in der Schule, so in der Mensa, und dann kommt so ein Lehrer: Ey Dennis, was machst du da? Ja, ich lade gerade ein Video hoch. Nee, nicht das interessiert die wohl eher nicht. Die kenne ich mal meinen Namen. Kein Professor, würde ich sagen, kennt meinen Namen da. Also Uni läuft das mehr oder weniger eher ein bisschen anders ab. Die kennen da eigentlich keine Namen. Mehr oder weniger. Oder ja, vielleicht später irgendwann mal. Aber ich bin jetzt hier erstes Semester. Ich glaube nicht, dass irgendein Prof meinen Namen kennt. Vor allem, was haben die denn? Die haben vorne Vorlesung. Und Vorlesung ist anders als Unterricht. Unterricht, da melden sich einer, wird gefragt. Dann sagst du, ja, irgendwas. Aber Vorlesungen sind da ein bisschen anders gestrickt. Das heißt, der steht da vorne und erzählt einfach irgendwas. Und da wird nicht gefragt, ja, und wie löst man das Ganze? Sondern der geht einfach hin und schreibt gleich die Lösung hin. So nach dem Motto. Du musst das halt mitschreiben und nachvollziehen. So kann man, weiß ich nicht, das ist irgendwie... Das ist fast so wie die LPs hier, weil da sage ich ja auch praktisch schon alle Lösungen irgendwie vor, wenn ich irgendwas präsentiere oder so. Also es ist ja praktisch schon fast wie eine Vorlesung hier, das LP mehr oder weniger. Weil ich, wenn ich irgendwas erkläre, sage ich gleich schon die Lösung, dann gibt es keiner, der sich melden muss, ja, eine Membran funktioniert so und so. Oder sowas in der Art. Also das ist dann ein bisschen anders gestaltet. Ich finde es fast sogar besser als das Schulsystem, weil ich habe das Gefühl, ich lerne da einfach irgendwie mehr. Oder es ist effektiver. Finde ich jedenfalls. Keine Ahnung, wie ihr das so seht, aber ich finde das so. Oh, keine Ahnung. Ja, also bei mir ist es so, im Matheunterricht, da komme ich ja gar nicht mit. Dann bin ich gerade dabei, halt irgendwas zu rechnen, dann schreibt meine Lehrerin die Lösung an die Tafel. Und ich, ja, okay, ja. Ja, das kann natürlich auch sein, dann habt halt die Lösung. Es finde ich halt, weiß nicht, besser um Rechenwege nachzuvollziehen. Weißt du, kriegst es gleich einmal richtig gesagt, verhaspelst dich nicht vorher 3000 Mal und schreibst irgendwas Falsches hin. Mhm. Weiß ich nicht, Mathe, sogar in der Übung, also wir haben auch in Mathematik dann Übungen, Stunden, ist es auch so, dass der einfach vorne dann alles präsentiert, der rechnet halt einfach die Aufgaben vor. Fertig. Du kannst da hingehen, das Ganze mal abschreiben, nachvollziehen und, weißt du, du kommst halt schneller durch den Stoff durch. Wenn du mal Unterricht hast, dann dauert das ewig irgendwie, finde ich jedenfalls. Mhm. Keine Ahnung. Willst du mal studieren später, irgendwann? Weiß ich noch gar nicht. Du bist so ruhig, ich fühl mich irgendwie voll, als würde ich dich total ausfragen, aber ich versuche dich ein bisschen mit einzubeziehen. Ja. Du kannst ja irgendwas von dir erzählen, wenn du jetzt gerade ein Thema oder irgendwie sowas hast. Wenn du was hast, hau raus. Die Bühne gehört dir. Gott, ich bin so unkreativ, ich habe keine Ahnung. Ah, das ist schlimm. Aber gefragt, ob du mit ins LP kannst. Ja, so. So Leute haben wir. Erstmal fragen, ob sie rein können, wenn sie dann drin sind, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ach, das ist furchtbar.
Weil ich will dich jetzt nicht dauerhaft hier so ausfragen, mehr oder weniger. Ich teste gerade erstmal die Minecart-Strecke, ob das ganz funktioniert. Du kannst mir jetzt gleich ein bisschen designtechnisch helfen bei der Oase, bei den Gebäuden, wenn ich die weiterbauen will. Der Tunnel hier steht ja eigentlich im Wesentlichen. Dass du mir dann hier so ein bisschen Designer-Tipps gibst, was so schön aussieht, ich meine. Okay, das kann ich wiederum gut. Auf den Rat bei solchen Frauen sollte man dann, bei Frauen sollte man dann meistens hören, weil die haben ja meistens Ahnung. Oh, Moment, ich muss hier ganz kurz irgendwie das abbauen. Plupp. Die Kiste nehme ich nämlich mit und zwar so. Karte, was ist denn die Karte? Die Karte sieht aus wie immer. Der Tunnel ist nicht sichtbar, weil es nur von oben aussieht und die oberste Schicht der Blöcke gezählt wird. Und ja, was brauche ich denn erstmal, um da weiterzubauen? Gold erstmal nicht mal. Oder es kann erstmal rausgetan werden. Er sagt Niveau 11 Minuten, geht verdammt schnell eigentlich schon fast. Ja. So, das Gold kommt raus. Redstone kommt auch raus, brauche ich auch nicht. Hier sind so viele Sattel drin, die hätte ich gerne mal Magic Craft. Hast du mal da zufällig reingeschaut? Ja, die erste Folge. So allgemein gab es ja noch nicht wirklich so viel zu sehen. Aber so vom Gefühl her, ich meine, vielleicht wenn du einen Trailer gesehen hast, wie würdest du es finden allgemein? Also den Trailer fand ich Hammer, das war krass. Ja, gerade so viele neue Möglichkeiten. Nur ein paar also Sachen. Das ist eigentlich interessant. Ja, die Runen haben wir zum Beispiel mit rausgenommen. Ich meine, auf Enderdrachen reiten ist immer was Nettes. Ich meine, ich habe gestern nochmal weiter gedreht mit Steffen. Wir sind schon so weit, Achtung, Spoiler, dass wir Flugsaurier haben und fliegen können. Hey, flapp, flapp. Das ist schön eigentlich an sich so. Ja. Aber wie das Ganze geht, das seht ihr halt dann bei Magicraft nur. Ist halt so ein bisschen so ähnlich wie Tekkit, nur irgendwie besser, finde ich. Ne, Quatsch, Reds und Fackeln brauche ich auch nicht. Kann raus. Aber Trailer an sich so, ja, der hat 6 Stunden gebraucht, dann hatte ich ihn fertig gehabt. Einzelne Szenen, Film, Farbkorrektur, den habe ich so ein bisschen ins Blaue gezogen. Was sind die? Ins Blaue gezogen, damit es so ein bisschen kälter aussieht am Anfang, weil das Schloss war ja so ein bisschen verschneit. Und ja, gut. Bin mal gespannt, wie das Ganze endet. Es kommt jedenfalls sehr, sehr geil an, muss ich sagen. Und man muss halt mal gucken, man kann nicht sofort immer neue Elemente mit hineinbringen. Ist halt so ein bisschen schwer dann meistens. Und ich habe, glaube ich, habe ich diese Folge genug ausgefragt. Möchtest du noch weiter drin bleiben, ist jetzt die Frage. Oder willst du eher sagen, nein, ist ja voll die Folter bei dir. Nö, ich wäre gerne noch dabei. Gut, dann musst du dir aber was ausdenken, was du reden kannst, weil sonst ist es langweilig. Okay. Muss mir dann sagen. Ich beende nämlich auch schon die Folge. Der Tunnel ist soweit fertig. Man kann überlegen noch, was ich mit einsammle, um dann hinten weiterzubauen. Was brauche ich denn alles? Ich glaube, das sehe ich dann... Egal, ich habe eine Minecart-Strecke, ich kann hin und her fahren. Ist ja egal, gut. So, dann fahre ich nochmal ganz schnell hinter. Strecken testen in die andere Richtung. Ich bin jetzt nur in einer gefahren. Button drück und los geht's. Dann geht's hier hoch. Ja, das Minecart backt hier so ein bisschen rum. Back, back, back. Back, 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 einen Kuchen. Apropos Kuchen, ich habe Hunger. Ich glaube, ich muss mal bald was essen jetzt gleich. Ich muss noch ausweichen. Nein. Ich muss noch ausweichen. Du hast schon wieder Herzinfarkt. Was? Du? Schon wieder erschreckt? Ja, Mann. Aber wieso erschreckt man sich wegen sowas? So schlimm war das jetzt auch wieder nicht. Ich bin halt empfindlich. Empfindlich? Ja. Okay. Aber empfindlich ist manchmal gar nicht mal so schlecht. So, wir gucken gerade mal. Sticks brauche ich noch. Ich brauche mehr Fackeln. Damit ich nämlich jetzt erstmal das Ganze ausleuchten kann. Yay. So. Ohne die Mobs sind mir nämlich ein bisschen hier zu viel. Wo habe ich denn Kohle jetzt von da? Und wo habe ich Holz drin? Da. Da vor allen Dingen. So. Aber ich glaube, das nehme ich erstmal nicht, sondern ich nehme das in der Ender-Kiste. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen das Zeug übrig. Welches nehme ich das da hier? Oder? Das Dunkle? Das Helle? Das Helle von euch am meisten. Sticks machen. So. Weißt du, fährst um die Ecke und schon ist da eine scheiß Spinne. Einfach so. Ja, das kam so unerwartet. Es wäre jetzt episch gewesen, wenn du anfängst so rumzuschreien, so richtig so hoch am Spieß. So, furchtbar. Nee, ich zuck eher zusammen und reiß die Augen auf, also ich schreie selten. Okay, am besten noch um sich schlagen und alles kurz in klein kloppen, was im Weg ist. Ja, ausleuchten noch, ne? Wusste, ich hab's vergessen. Hier hängen so viele Fackeln, fällt mir gerade irgendwie auf. Cool, ist ein Thumbnail wert. Mehr oder weniger. Screenshot gespeichert. Wann nehme ich gerade auf? Um 16.40 Uhr. Yay. Also mal mittags. Will schon was heißen bei mir. Moment. Fackeln setzen. Und zwar regelmäßig. Fände ich mal kurz. Ich fange mal am besten an hier unten. Ja, ich weiß, ich habe die nur so provisorisch gesetzt. Das ist ein bisschen blöd. Regelmäßigkeit. Ein Hoch auf die Regelmäßigkeit. So. Da nochmal.
mal. Geht das oder? Nee, geht nicht. So vielleicht. Joa. Hier gegenüber. Jetzt fängt es wieder an mit Symmetrie. Aber ich glaube, hier müsste ich vielleicht ein Packen das Ganze höher machen. Ich setze sie mal hier so hin. Sieht sonst blöd aus, irgendwie, wenn die zu weit unten sind. Und dann regelmäßig in Abständen. Zum Beispiel, die hängen zwei Blöcke über den, nee, drei Blöcke über den Gleisen. Das heißt da. Und da. Ich zähle jetzt nicht genau mit, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vier Blöcke zwischendrin frei. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das heißt hier wieder. Ja, das ist jetzt langweilig. Tut mir leid. Du kannst ja inzwischen eine Geschichte erzählen aus deiner Jugend, die so richtig lustig ist. Nein. Kann ich nicht machen. Ich fühle irgendwie voll, dass ich die Gäste dann ausfrage. Okay, man muss über irgendwie. Ja? Also ich werde lieber ausgefragt und gebe Antwort, als dass ich irgendwie eine ganze Geschichte erzähle, weil ich finde langweilig. Ist ja so ein bisschen in der Art, ich weiß nicht, man muss ja was präsentieren, wenn man Let's Playt, muss so was reden oder was erzählen. Ich meine, ja, keine Ahnung, irgendwie muss man ja freies Sprechen üben, so, weil man muss bestimmt schon Präsentationen der Schule halten, irgendwelche Vorträge oder so in der Art. Ja. Meinst du nicht, das hilft ein bisschen, wenn man so ein bisschen nebenbei übt, dann sich so frei zu sprechen, sei es LP oder so? Ja. Ansonsten müsste ich jetzt sagen, ich muss noch mehr Druck machen, weil die jetzigen Zuschauer, die du hast, die stehen bei, ich würde mal so sagen, 5.000 bis 6.000. Oder Zuhörer, die dich gerade hören. Ist das ein beunruhigendes Gefühl? Naja, also ich mag meine Stimme überhaupt nicht. Und von daher, weiß nicht. Du magst deine eigene Stimme nicht? Ja. Wieso nicht? Ich weiß nicht, die hört sich für mich irgendwie blöd an. Warum hört die sich blöd an? Weil es so ist. So, Frage an alle Jungs, die jetzt da draußen sitzen. Hört sich diese Stimme blöd an? Ich will von jedem von euch einen Kommentar sehen. Von jedem von euch. Und ich will hier eine grinsende Jana rausgehen sehen. Also, jetzt erstmal euer... Okay, ja, ihr müsst schon ein ehrliches Feedback schreiben, sonst wäre es ja langweilig. Haut's raus. Und 3, 4, da muss er hin. Ich bin gespannt auf die Antworten, ja, und Jana auch. Ja, ich auch. So, 3, 4, 5. So, und dann wirst du gesagt bekommen, dass deine Stimme sich eben nicht schlimm anhört. Vielleicht durchs Mikrofon, ja, Gott, ist ja nicht das Beste. Aber kann ich auch nicht voraussetzen. Das heißt, derjenige, der mit drin sein muss, muss ein einigermaßen vernünftiges Mikrofon haben. Nichts Übertriebenes. Aber im Wesentlichen, ja, passt das Ganze schon. So, noch weiter am Fackeln setzen und wieder dabei die Folge zu überziehen. Weit zu überziehen. Weit, als ich eigentlich gedacht habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, schreibe diesen Kommentar. Oder sie wird dich in deinen Albträumen verfolgen. Ja. Gut, dann danke schön fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.